Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier in Salzgitter bei der Firma Hermann Motorenentwicklung. Sonne scheint. Sonne scheint. Ich sehe euch kaum, ihr seht aber mich. Wir planen diese Videoreihe schon wirklich lange. Und zwar, glaube ich, stehen wir hier vor Deutschlands modernsten Motorenprüfstand. Außerhalb natürlich der Konzerne, die werden noch teureres, geileres Material haben. Aber ich war vor einem Jahr ungefähr hier. Es hat mich komplett weggehauen, was da drin vorgeht. Diese dezenten Einlässe, die ihr auf dieser Halle seht, sind die Belüftungsschächte für die Prüfstände. Wir haben hier mehrere Motorenprüfstände, mehrere Rollenprüfstände, jede Menge Technik. Es wird richtig geil, weil wir haben nämlich vor, da hinten soll der neue Limo-Motor nämlich definitiv das erste Mal in Betrieb genommen werden. Und natürlich auch gleich gemessen werden. Wir gehen jetzt erstmal rein, zeigen euch die Firma, ihr kriegt ein paar cinematische Eindrücke und dann sprechen wir, was wir alles machen müssen. Jawohl! Olaf, erstmal schön, dass du dir Zeit nimmst. Gerne. Weil ich weiß noch gar nicht, wie wir das in diesem Video hier machen sollen, aber es gibt so viele Facetten in dieser Firma, dass wir müssen einfach so ein bisschen durchlaufen, ein bisschen gucken und so weiter. Ne? Weil man kann jetzt nicht nur sagen, dass es ein Motorenprüfstand ist, sondern wie der Name schon sagt, Motorenentwicklung. Hier wird wirklich massiv entwickelt, bis heute noch. In alle Richtungen, sei es Elektrik, Kabelbäume, Frästeile, Drehteile, Zylinderköpfe, Wasserpumpen, Ölpumpen, eigentlich alles. So, zumindest was, das, was, ich jetzt, so Motor so dran? Was ich bisher so mitbekommen habe, ist ja wirklich die Range. Ja, man könnte ja wahrscheinlich 10 Stunden Material aufnehmen, aber das halt alles wirklich qualitativ immer noch auf dem Level, der wirklich. Ich habe vorher gesagt, modernster Motorenprüfstand. Ist das so korrekt oder lagen wir da komplett falsch? Na, unser Automatisierungssystem ist, glaube ich, schon das modernste, was es so in der Automobilindustrie gibt. Die Prüfstände selber sind ja normale Wirbelstrombremsen. Mhm. Das wird in der Industrie noch etwas anders gemacht. Das sind ja meistens dann Synchron- oder Asynchronmaschinen, die auch antreiben können. Das aber vom Invest ist das dann nicht zu stemmen, wenn man nicht für die Industrie so direkt nur arbeitet. Aber vom Messsystem und Automatisierungssystem sind wir auf dem höchsten Niveau. Ach, siehst du, doch richtig gesagt. Das heißt, wie lange macht ihr das schon hier? Nur kurz zu dir als Person. Wann habt ihr mit Hermann Motorenentwicklung angefangen an dem Standort? Weil das ja alles so neu aussieht hier. Hermann Motorenentwicklung gibt es ja schon viele, viele Jahrzehnte. Aber an dem Standort haben wir hier im März 18 den ersten Spatenstich gemacht. Dann kam natürlich nach der Rohbauphase, was uns alle so ein bisschen runtergezogen hat. Hat uns auch dolle belastet. Und jetzt sind wir seit anderthalb Jahren ungefähr, sind wir jetzt voll im Betrieb mit allen Prüfständen. Und war schwierig, aber haben wir jetzt hingekriegt. Nur um den Leuten kurz ein paar harte Fakten. Du sagst alle Prüfstände. Wie viele Motorenprüfstände habt ihr? Wir haben 3 stationäre und einen Rollenleistungsprüfstand. Der hat es wirklich so richtig in sich. Also wenn ihr den seht, werdet ihr fassungslos sein. Und dann eigentlich maschinenmäßig eigentlich auch fast alles, was das Herz begehrt, oder? Nee, wir haben jetzt nochmal nachgerüstet. Wir haben jetzt auch die Ventilsitzbearbeitung wieder. Wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen, sondern eigentlich ja nur die Dienstleistung, dass wir für Kunden die Motoren in Betrieb nehmen und natürlich auch beratend meistens tätig sind im Vorfeld. Haben jetzt aber unser Maschinenpark wieder ein bisschen aufgerüstet, weil es ist halt wichtig. Wir haben viele Projekte jetzt gesehen, wo gerade im Zylinderkopf, was Ventilsitzbearbeitung angeht, Schwierigkeiten waren. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, das nehmen wir jetzt mit auf, um da eben schneller reagieren zu können. Das war eigentlich der Hintergrund. Das heißt aber, diese Hardcore-Motorenbearbeitungssachen wie Bohren, Hohen, Planen? Das machen wir nicht. Macht er nicht, okay. Nein, wir arbeiten ja in erster Linie, das ist ja auch unsere Hauptkundschaft eigentlich, sind Motoreninstandsetzer und eben auch selber Tuner, die eben die Motoren aufbauen, die Messtechnik aber nicht haben. Und wir haben dann halt die Prüfstandstechnik und können dann also die verlängerte Werkbank im Prinzip für alle, die mit dem Verbrennungsmotor was zu tun haben, das ist eigentlich der Ansatz dabei. Deswegen das Bild, ne? Wir haben auch... Ja, also das ist wirklich imposant, wenn man das nachher so sieht.
das ist eben nicht irgendwie so aus der Europalette so ein kleiner Motorenprüfstand selber gebaut, sondern das ist schon ein bisschen saftiger. Das wird auch das Ziel von dem Ganzen sein, dass wir da tatsächlich mal Limo-Motor dann drauf stehend haben. Und den gerade Thematik, weil wir haben schon so übelst interessante Gespräche geführt zum Thema Wasser, Öl und so weiter. Ich glaube, also mir persönlich geht es gar nicht darum, um zu gucken, ob dieser Motor jetzt Summe X an Leistung hat oder funktioniert, sondern eher, ob drumherum erstmal alles funktioniert. Gerade mit der Trockensumpf, Ölqualität, das ganze Zeug. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das lieben gerne auf so einem, stationären Prüfstand einfach machen würde. Ne? Ja, Volli, das ist immer die Basis. Wenn das, so wie du es auch beschrieben hast, Trockensumpfanlage, Wasserkreislauf, wenn das alles richtig funktioniert, hast du ja überhaupt die Basis, um dann eben später auch für ein paar Sekunden die hohe Leistung zu erreichen, dass du dann da auch eine gute Zeit fahren kannst. Das ist immer der erste Schritt im Prinzip. Das ist eigentlich immer, was sichergestellt sein muss. Ne? Das Problem ist, ich war eben gerade schon eine Stunde hier einen Kaffee trinken und eigentlich alles, was ich in den letzten 12 Monaten zusammengebaut habe, in den ganzen anderen Projekten, kann ich eigentlich nachher wieder alles zerlegen und wieder anders. Wir entwickeln uns aktuell immer mehr in Richtung Rennstrecke, also wirklich mal lange fahren, Lasten drauf haben, was natürlich ganz andere Baustellen sind, als nur minimal kurz immer diese Peak-Maximalleistung zu erzeugen. Irgendwie ist unsere Richtung da so ein bisschen hin, das wird sich auch wieder ändern, aber jetzt gerade aktuell war es so, weil es halt auch wenig Events gab zum Viertel- und halbe Meile fahren, aber die Rennstrecken selbst unter Corona ja immer offen waren, weil alleine im Auto sitzen und fahren ging ja halt schon immer, so hat sich das so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Okay, ja, ich glaube, wir müssen es einfach sehen, aber grundsätzlich nochmal für die Zuschauer, anbieten tut ihr also alles rund um Thema Auslegung, Motoren, Entwicklung, egal ob es Kabelbaum, Kolben, Nockenwellen, Zylinderköpfe, ganz egal. Alles geht. Ja, auf jeden Fall in der Beratung erstmal gucken. Es gibt ja auch viele sehr gute Systeme, die schon über viele Jahre gewachsen sind und wo wir dann halt einfach nur die Dienstleistung erbringen, die Motoren sauber abzustimmen. Wir bieten ja auch an, dass, das haben wir ja auch häufiger, dass Firmen sich bei uns einmieten und ihre Motoren selber abstimmen. Es geht genauso. Und dass wir dann einfach nur unterstützend tätig sind. Aber im Normalfall ist es so, dass wir meistens früh mit eingebunden werden, dass wir dann eben das Gesamtsystem auch mit angucken und dann sieht man ja auch beim Aufbau von dem Motor, so wie wir das heute ja auch schon so zum Teil besprochen haben, dann kochen ja schon so die kleinen Probleme und was so in der Vergangenheit nicht richtig funktioniert hat und dann wird das gleich mit abgearbeitet im Prinzip. Das ist der. Es geht bei euch halt auch immer nicht nur um Thema maximale Leistung, sondern auch viel Thema Fahrbarkeit. Ja. Extrem geil, jeder kennt den typischen alten Doppelvergaser. Viel Verbrauch, Leistung, okay. Selbst die Dinger baut ihr oben auf eine elektrische Einspritzung quasi in dem Vergaser. Ja, die Nation teilt sich da ja. Es gibt ja ganz viele verschiedene Facetten. Es gibt die Vorkriegsexperten, wo die letzte kleine Schraube instand gesetzt wird. Mhm. Dann gibt es eben die historischen Fahrzeuge, die auch im Rennen eingesetzt werden. Da ist die Aufgabe wieder ein bisschen anders, also das, was wir dann auch unterstützen. Und so geht es durch ganz viele verschiedene Bereiche. Und da muss man dann mal gucken, okay, wo ist jetzt wirklich die Hilfestellung nötig? Was können wir an welcher Stelle mitmachen? Und genauso mit Weiterentwicklung, Kolben anders oder Nockenwellen ändern, was auch immer die Aufgabe ist. Also ich sag's nochmal für alle, die Bock auf ultra krasse Technik haben, auf jeden Fall die nächsten 2 Stunden dranbleiben. Jeder, der keinen Bock drauf hat, guckt es euch trotzdem an, weil es sieht einfach alles so geil aus. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Wir gehen erstmal hier vorne in so einen Vorbereitungsraum und dann sieht man so ein bisschen, das sind halt auch so Projekte, wie wir das, oder wir können ja auch hier anfangen, genau. Sieht halt aus wie so eine typische Motorentwicklung, ne? Wie man sich das so, wie man das so sich so vorstellt. Das ist jetzt zum Beispiel so ein, also unser Grundgestell. Das ist der Aufbau von dem Formel-1-Projekt. Werden wir auch das Auto nachher noch sehen. Und zwar ist das der Prüfaufbau jetzt für einen 3-Liter DFV-Cosworth-Motor, der in den Ende der 70er, 80er Jahre, das ist der erfolgreichste Formel-1-Motor der Geschichte. Und so sieht man halt das Grundgestell, einmal die Wasserverrohrung, die immer standardmäßig die gleiche ist. Und die Aufnahme jetzt für den Motor direkt und diese Beinchen hier hinten mit der, das was wir vorhin im CAD auch angeguckt haben, das ist dann praktisch die Grundaufnahme für die Getriebeglocke und damit habe ich immer zu meinem Prüfstand eine genaue Position, wie das Prüfgestell stehen muss. Ich bin immer noch beeindruckt, ist so ein bisschen wie im Krankenhaus irgendwie, ne? Wie sauber und rein das alles ist. Das ist alles aber aus deinem Kopf entstanden oder gibt es das so zu kaufen? Nein. Ganze Gebäude, alles, was ihr hier seht, ist von mir. Um den Zuschauern mal so ein bisschen dieses Gefühl zu geben. Das heißt, dieses ganze Ding ist eigentlich nur dafür da, um den Motor später an den Prüfstand anzuflanschen. Ja.
So, das ist auch komplett alles nicht einfach so Katalog auf, wir brauchen einen Aufbau für den Prüfstand, sondern alles mit der Zeit Eigenbau, ne? Ja, es gibt leider keinen Großmarkt für Prüfstandstechnik. Deswegen auch jeder Automobilhersteller, jeder baut sich das so, wie die Ingenieure sich da eben ausgedacht haben. Und so habe ich das für mich halt über die vielen, vielen Jahre eben auch so erdacht, wo, was, wie am besten zu handeln ist. Und so ist halt dieses Gestell auch entstanden, was wir einfach mit dem Hubwagen, es gibt ja diese verkürzten, breiteren Hubwagen. Und genau danach habe ich dann diese Gestelle konstruiert. Das Problem ist, das Ding sieht alleine so schon so geil aus, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier dieser V6-Turbo drauf hängt, können wir das Ding eigentlich so und so unterschieben als halt, ne? Ja, so in Edelstahl, alles schön mitgeschweißt, dann alleine dieser fette, gefräste Träger hier drin. Das ist schon... Und wir haben es da noch einmal, das hatten wir vorhin auch besprochen, das ist jetzt so eine Opel, ganz normal von den alten CEH, die Wasserpumpe. Mhm. Und so sieht dann der Wasserpumpenprüfstand aus. Mit dem Schieber hinten an der Seite können wir halt den Gegendruck einstellen. Hier mit der Drehzahlmesseinrichtung können wir dann die Wasserpumpendrehzahl überwachen und dann haben wir natürlich elektrisch über den Frequenzumrichter sehen wir, was für eine Stromaufnahme und was der Motor für eine Drehzahl hat. Aber so können wir die Wasserpumpe am Stationärprüfstand, da messen wir ja berührungslos den Volumenstrom und so können wir natürlich jede Wasserpumpe mit so einem kleinen Aufbau vermessen und den Kunden eben beraten, wie muss die Übersetzung optimal gestaltet sein. Ne? Das heißt, das ganze Ding ist wirklich nur mit um die Wasserpumpe zu testen. Ja. Und für unseren Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Wasserpumpe von dem V6 jetzt einmal testen wollen würde, müssten wir dementsprechend nur die Aufnahme hier in der Mitte einmal. Na, da ist es ja so, dass die Wasserpumpe ja, die Gegenkontur ist ja ein Motorblock. Mhm. Also würden wir da den Motorblock aufbauen. Deswegen, stimmt. Ja. Ne? Also eigentlich noch aufwendiger. Ne? Also im Sinne aufwendiger von, aber man würde es schon an dem Motor dann testen. Ich würde es am Motor testen. Da kommt der Kopf mit oben drauf, dann machst du praktisch die Wasserverrohrung genauso, wie sie original ist. Und dann misst, dann kannst du genau vermessen, aber wir können ja deinen Motor komplett auch auf dem Stationärprüfstand vermessen, weil da ist ja alles dran. Also geht beides. Und dann geht es im Grunde genommen daran, A, gucken, wie viel Leistung geht rein, Drehzahl der Pumpe und generell messen, wie viel Volumen da rauskommt. Genau. Und das ergibt dann hinterher eine Kennlinie, wo man genau sieht, bei einem bestimmten Gegendruck, den wir über den Schieber einstellen können. Und dann siehst du, bei welchem Gegendruck fördert die Wasserpumpe noch wie viel Volumenstrom. Und das ist das Entscheidende. Danach kann man dann sagen, okay, der optimale Betriebspunkt bei dem Gegendruck fördert die Pumpe so und so viel Liter. Wo messen wir jetzt hier das Volumen? Im Prüfstand. Das ist über die Verrohrung. Ah, okay, verstehe. Okay. Haben wir die Messtechnik unten im Prüfstand. Das heißt, wir haben jetzt hier nur etliche Male Druck, was wir messen? Druck und Temperatur vor und hinter. Genau. Und warum macht man beim Thema Wasserpumpe da so einen Aufriss? Also ist die Wasserpumpe für den Motor wirklich so kriegsentscheidend? Ja. Herz, Lunge, so kannst du schön vergleichen. Ne? Was ist für dich das wichtigste Bauteil an dem Motor? Ölpumpe. Und letztendlich ist es immer so, da wo die Luft angesaugt wird und da Ende Auspuff. Und alles, was dazwischen ist, hat eine Relevanz und gehört dazu. Okay. Und deswegen musst du es immer ganzheitlich betrachten, weil wenn nur eine Sache, wie zum Beispiel eine Wasserpumpe für 70 Euro, gab es ja schon in der Vergangenheit aus Kunststoff und dreht auf der Welle, dann hast du das Problem, dass dein Motor eingeht, weil du keine Kühlung hast. Ne? Das Problem war einfach für mich, da sind wir wieder bei den stundenlangen Gesprächen und ich muss alles wieder neu bauen, war es schon in gewisser Weise mal so, solange die Wassertemperatur irgendwo in dem Kreislauf passt, ist alles gut. Aber da ist es ja lange nicht mit getan bei so einer Wasserpumpe, ne? Nee. Okay. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt noch weiter drauf eingehen. Das machen wir mal im Laufe dieser Videoreihe. Weil da gibt es wirklich gerade mit dem Punkt Gegendruck, nur um das ganz kurz anzureißen. Olaf sagte, das Problem bei diesen tollen, super elektrischen Wasserpumpen, die wir immer einbauen, ist einfach, dass sie zwar regelbar sind und viel Volumen schaffen, aber nur solange kein Druck da ist. So, das heißt, kaum hat so ein Motor jetzt ein bisschen Gegendruck vom Wasser her oder man will mit Absicht einen Gegendruck erzeugen, geht die Kennlinie so in den Keller und es kommt aus der elektrischen Pumpe gar nichts raus. Kann man bei den mechanischen Pumpen sagen, dass mit steigender Drehzahl das Volumen immer mehr wird? Ja. Oder kann die gegen die Kontur irgendwie an Volumen verlieren oder so? Deswegen vermessen wir sie ja, weil so eine Wasserpumpe hat eine Leistungskurve wie ein Motor, wenn man das vergleichen möchte.
Und du hast über einen langen Bereich hast du eine Linearität, das heißt mit 1000 Umdrehungen dazu hast du 30 Liter mehr Wasser als Beispiel. Und irgendwann fängt das an zu stagnieren und genau deswegen vermessen wir die Pumpen, weil bei unterschiedlichem Gegendruck und unterschiedlichem Systemdruck sieht man irgendwann, dass die Pumpe in Kavitation geht. Das heißt, sie fängt an, auf der Saugseite Luft zu ziehen, also das gehört mit dazu. Und das ist die große Problematik. Diesen Punkt muss man halt rausfinden, weil das zerstört die Wasserpumpen auch. Und genau darum geht es, einmal zu gucken, bis wohin ist sie linear und wo ist der optimale Betriebspunkt bei welchem Gegendruck. Das heißt, es geht hierbei auch sogar darum, die passende Besetzung auch passend zum Motor zu finden. Genau, darum machen wir das, weil dann habe ich ja die Leistungskurve, wo es optimal ist und dann kann ich den Kunden beraten, das war bei diesem Auftrag auch so, wie muss die Übersetzung zwischen Kurbelwelle und Wasserpumpe sein. Und da sieht man mal einfach, wie weit hier es ins Detail geht, weil das kenne ich von dem typischen G-Lader, vielleicht von dem Kompressor oder von damals, dass man sich da Gedanken darüber macht, aber wirklich bei der Wasserpumpe damit anzufangen, ist schon so krass. Aber kann man nur kurz als zum Abschluss, kann man bei der mechanischen Pumpe sagen, dass es der Pumpe egal ist, ob sie gegen 0 Bar oder 3 Bar pumpt? Nein, wenn der Druck ansteigt, geht auch die Förderleistung runter. Also genauso wie bei der elektrischen, nur nicht so stark. Genau. Ja, weil zum Schluss der optimale Betriebspunkt, das ist eine ganz einfache Rechnung. Wir haben dann hier eine Stromaufnahme von 2,2 kW und bei 12 Volt Bordspannung, wenn ich dann 2 kW, das einzige Bauteil in einem Kfz, was 2 kW hat, ist der Anlasser. Und dann wissen wir ja alle, was für Kabel an den Anlasser gehen und wie viele Sekunden der nur arbeitet. Und das ist der Vergleich, deswegen kann ich mit einer elektrischen Pumpe in einem 12-Volt-System keine vernünftige Förderhöhe und bei großer Förderhöhe, also dieser Gegendruck ist praktisch die Förderhöhe und dabei dann eine vernünftige Förderleistung, deswegen schließt sich das aus und in leistungsgesteigerten Motoren und wenn ich die Betriebssicherheit über einen langen Zeitraum haben möchte, komme ich um eine mechanische Wasserpumpe nicht drum herum. Das heißt, wenn wir diese mechanische Pumpe voll ausreizen wollen, brauchen wir fast diesen Motor davor? Ja. Das ist der, das ist die Dimension. Und das sieht halt ein bisschen anders aus, als der Motor, der in so einer elektrischen Pumpe dran ist. Ne? Eben. Und das und ist der 380 Volt. Genau, ich wollte gerade sagen, der läuft mit 400 Volt und nicht mit 12 Volt. Ne? Eben. Boah, krass. Okay. Ja, das reicht dann jetzt auf jeden Fall auch zum Thema Wasserpumpe, sonst stehen wir hier nämlich noch weiter. Und ich weiß nämlich, das wird den ganzen Tag hier so gehen. Ich muss hier mal einmal... Ja, wir können... einmal hinter. Bei der Gruppe bleiben. Das ist jetzt Vorbereitungsraum. Und man sieht hier an dem Schwenkkran, also hier ist es so, dass die Motoren normalerweise angeliefert werden, hier aus unserem Lagerraum. Wir haben ja ums Gebäude herum praktisch eine Umfahrung und so kriegen wir die Motoren angeliefert und wie gesagt, wird für uns immer mehr. Hier, das ist jetzt zum Beispiel Lotus Elise mit dem Toyota-Motor. Mhm. Und wenn die mit ihrer Kompressoraufladung, wenn die etwas mehr Leistung bekommen, dann halten die originalen Pleuel nicht mehr. Und deswegen rüsten wir, haben jetzt den Motor im Prinzip zerlegt, um die Pleuel und Kolben zu wechseln. Dabei machen wir jetzt auch gleich so ein bisschen eine Zylinderkopfbearbeitung und alles, was eben dazu gehört. Die verbiegen, ja, die machen den S-Schlag. Wirklich filigran, schlank, ne? Ausgelegt. Ne? Guck dir mal an, das ist ja fast hier, das ist ja fast hier die Schraubendicke. Okay, das heißt, ihr macht aber schon auch richtig Motor zerlegen und wieder zusammenbauen. Nur die mechanische Bearbeitung. Ja. Boah, da wüsste ich jetzt schon wieder die nächste Frage, wo wir bei 10 Minuten stehen. Und das ist Thema Pleuel-Auslegung, I-Schaft, X-Schaft, H-Schaft. Weil wir haben hier in der Serie ist ja ein I-Schaft und ihr geht jetzt hier in Richtung X-Schaft. Ja, in dem Fall ist das praktisch eine Lieferantengeschichte. Okay. Das glaube ich, das ist ja auch Philosophie, ja. Ganz viel. Und wenn du dich generell für eine der drei Formen entscheiden müsstest, welche würdest du wählen? I, H oder X? Kann ich gar nicht genau sagen. Weil ich glaube, also das klassische H-Schaft hat schon große Vorteile. Dann gibt es ja viel, also da geht es ja auch immer so ein bisschen drum, was für ein Motor, was für eine Belastung. Und dann kommt auch so ein bisschen die Konstruktion mit rein. Wo bekomme ich dann die leichteste Konstruktion hin? Ne? Und jetzt geht die Diskussion los mit, oder die gibt es ja schon länger, aber jetzt gibt es auch schon Serienteile in Kohlefaser. Und dann ist es wieder ganz anders. Ganz anders, ne? Auch in Titan, da muss man immer so ein bisschen gucken und für die meisten Projekte
ist ja immer so ein bisschen auch Kosten nutzen. Ich kann sehr viele sehr tolle Teile, das ist ja auch gerade im Ventilbereich mit auch gerade mit Titanventilen und sehr aufwendige Beschichtungen, aber dann geht man natürlich auch immer schnell ein großes Risiko ein und bei den meisten Projekten, die wir so mit betreuen, da versuche ich eigentlich immer einen Kompromiss zu finden, Kosten nutzen, und dann ist für Motoren, die in einem normalen Bereich noch unterwegs sind, wo es einfach um Sicherheit geht, dann ist es auch fast egal, ob du H oder je nachdem, da gibt es ja auch ein paar Hersteller. Und wo wir viel mehr darauf achten, ist die Bearbeitungsqualität. Also sprich Winkligkeit und vor allen Dingen auch Bohrungsdurchmesser. Und dann kommt die Konstruktion um das Pleuelauge herum, was zum Beispiel viel mehr positive oder negative Auswirkungen hat, wenn das nicht richtig passt. Und wenn es zum Beispiel unter den Anzugskräften und dann im Motor mit einem zu schweren Kolben anfängt zu deformieren. Ne? Das ist also, deswegen ist ein Thema für sich. Ne? Genau. Also ist in dem Fall auch wieder einfach, das ganze Pleuel muss einfach passen. Zu dem Gesamtsystem, genau. Cool. Ja. Hier dann auch Porsche. Und ich glaube, was ist sowas hier, wenn ich kurz eingreifen darf und fragen darf? Das sind unsere Ölkühler für die stationären Aufbauten. Und weil du musst ja nach jedem Motor, wird der Ölkühler praktisch zerlegt, weil da ist ja dann das Motoröl und wir haben ja oft Inbetriebnahmen, also haben wir auch Abrieb. Und deswegen können wir ja keine geschlossenen Wärmetauscher einsetzen, sondern haben diese schraubbaren Plattenwärmetauscher und die werden dann immer, wenn sie wieder neu zusammengebaut sind, das ist jetzt praktisch der Aufbau, dass sie wieder abgedrückt werden, weil die müssen ja dicht sein, weil sonst würde ich ja Wasser ins Öl oder umgekehrt. Ne? Okay, das heißt, die kann man richtig einfach zerlegen und reingucken? Ja. Zerlegen oder hast du da oben, siehst du so, dann sind das einfach diese Platten. Ne? Ach, das sind eine. Krass. Ja. Auch alles auf so deine Ideen? Lagst du irgendwann mal im Bett, hast du überlegt, so bauen wir jetzt einen Wärmetauscher? Nee, also das so zu machen ist natürlich von mir, aber da gibt es halt sehr gute Hersteller, wo man dann sagen kann, okay, ich brauche eine Auslegung und so habe ich das halt gemacht von der Größe, dass das unten in mein Prüfgestell passt. Okay. Und so können wir jetzt einfach über die Anzahl der Platten, können wir die KW-Zahl einstellen, weil wir haben natürlich einmal vordefiniert, wie viel Volumenstrom und die Regelung von unserem Wasserkreislauf. Mhm. Und dann kann ich je nach Motorgröße die Anzahl der Platten noch variieren, wie viel Kühlung ich brauche. Thema Kühlung auf so einem stationären Prüfstand ist ja eine Größenordnung, die immer gleich ganz anders ist als das, was man auf so einem Rollenprüfstand hat. Wenn man so einen thermischen Haushalt wirklich mal in den Griff kriegen will. Angenommen, ich habe jetzt einen Motor wie meinen, ich sage jetzt mal einen V6 mit 1000 PS, den du wirklich da ein paar Minuten lang bei 1000 PS halten würdest. Würdest, was nicht passieren kann wird. Kann der Motor das? Der wird vorher auseinanderfallen und so weiter. Aber angenommen, er könnte es. Oder wir nehmen einen Bugatti-Motor. Würde die Größe an Ölkühle dafür reichen oder ist das dann schon viel zu klein? Viel zu klein. Krass. Das heißt, wie groß müsste der ungefähr sein? Also wenn du jetzt Bugatti nimmst, das wäre das 4- bis 5-, 6-fache. Ernsthaft? Das heißt, dumm, wie wir hier stehen? Ja. Aber das ist, du musst da auch wieder sehen, so ein Wärmetauscher funktioniert ja auch immer über das Delta T, also den Wasservolumenstrom, den du zur Kühlung nimmst und mit welcher Temperatur kühlst du gegen. Und das ist, sind ja die und dann kommt noch die Fläche, also wie viele Kanäle hast du und wie ist der Wärmeübergang, also das ist ja... Macht ihr das dann in dem Fall so, dass ihr mit maximal kaltem Wasser das kühlt, weil ihr hier einfach kaltes Wasser zur Verfügung habt, oder geht ihr da auch schon näher an die Bedingungen ran, wie es in dem Motor ist, dass ihr halt nur Wasser mit 90 Grad zum Kühlen habt? Wir gucken am besten einmal drauf, dann kann man das gleich einmal sehen. Hier wird es jetzt so richtig schön ruhig. Na, da, das ist noch geheim. Ach, so das ist dann praktisch, was du gerade gefragt hattest. Ne? Das ist jetzt die Umwälzpumpe. Und wir haben natürlich ein Kühlsystem, was nach draußen geht, wo wir einen großen Rückkühler haben. Das sind die beiden 100er Leitungen, die jetzt hier reinkommen. Das ist die Sauna dann draußen für die Mitarbeiter. Ja, für Vögel und Co., alles, was draußen rumfliegt. Genau, nee, die sitzen ja oben auf dem Dach, auf dem Kraftstofflager, können wir ja nachher mal um die Ecke gucken. Und deswegen haben wir natürlich, wir hängen mit dem Kühlkreislauf erstmal an der Außentemperatur. So, und wenn die natürlich extrem hoch ist, dann steigen unsere Vorlauftemperaturen natürlich auch. Aber ich habe dann aus Notkühlungsgründen im Prinzip, wenn es zu heiß ist und wir Motoren haben, die zu viel Leistung oder sehr viel Leistung haben, das sind zum Beispiel so große gelötete Plattenwärmetauscher. Und da ist einer von, und der hängt an dieser 50 mm Leitung, das ist dann Frischwasser.
Und das ist dann eine reine Notkühlung, wenn wir bei hoher Außentemperatur einen Motor haben, der unser System praktisch überfährt. Dann können wir mit dieser Notkühlung gegenkühlen, was diese Kühlkreisläufe angeht. Das heißt, ihr wollt idealerweise 20, 30 Grad Wassertemperatur haben, die durch den Ölkühler durchgeht? Ja, das ist etwas drüber, weil du hast dann, wenn du 20, 25 Grad Außentemperatur hast, dann ist in diesem Kühlkreislauf, weil da hängt ja dann auch die Wirbelstrombremse drin, hier sieht man das ja schon einmal, und der Kühlkreislauf, das heißt, du hast ja dann sofort auch schon 10, 15 Grad in diesem Kühlkreislauf und damit bist du schnell bei 40 bis 50 Grad Vorlauftemperatur. Aber wenn du 100 Grad Öltemperatur hast, hast du ja trotzdem ein Delta T von 50 Grad. Ne? Okay. Ja, hier kommen wir gleich wieder drauf zurück, ne? War ja noch nicht ganz durchgegangen. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass man es komplett unterschätzt, wenn man eine lange Last fährt, was eigentlich aus dem Motor an Temperatur rauskommt. Ja. Auch über das Öl. Ja, das ist ja, die Rechnung ist ja ganz einfach. Du hast von den 100% Kraftstoff, die du da reinkippst, hast ja ungefähr drei Drittel. Also es teilt sich ja ungefähr so auf. Die reine Motorleistung, die du hast, die Energie, die übers Abgas geht und dann über Wasser- und Ölkreislauf. Ne? Das dritte Drittel. Die Temperatur, die in dem Öl drin ist, kommt die über die Reibung und mechanische Beanspruchung oder auch über die Verbrennung über die Zylinder? Naja, sowohl als auch. Du hast ja der Kolben, dann hast du eine Kolbenbodenkühlung, dann hast du ja schon mal Öl, was von unten unter den Kolbenboden gespritzt wird. Mhm. Diese Temperatur wird hier aufgenommen. Mhm. Dann natürlich hast du den Wassermantel, aber du hast ja auch auf der Innenseite vom Block hast du ja das ganze Öl, was natürlich auch durch Punchöl, durch die drehende Kurbelwelle, und da wird ja auch überall Wärme aufgenommen. Du hast aber auch einen Wärmeabtransport, das machen wir ja mit unserem Lüftungssystem auch. Viel Kühlung geht ja auch über die Außenkontur des Motors. Also da gehen ja auch einige Prozent von weg, und so teilt es sich auf. Ne? Da musst du immer noch gucken. Ne? Gibt es eine ideale Öltemperatur, möglichst tief, oder muss es zum Öl passen, zum Motor passen immer? Ja, also ich würde sagen, es gibt ja so eine Faustformel für jetzt normale Motoren. Wenn eine 70, 80 Grad Wassertemperatur, 100, 110 Grad Öl, dann ist eben, weil so ein Öl, wenn es zu heiß wird, du kannst ja immer rechnen, dass die gemessene Öltemperatur im Sumpf, dann hast du ja 20 bis 30 Grad im Hauptlager höher und nochmal diesen Sprung im Pleuellager, weil das höchst belastete Teil ist ja das Pleuellager. Und das Öl, was durchs Hauptlager gegangen ist, kommt ja erst zum Pleuellager. Ne? Deswegen hast du da die höchste Temperatur, dann kleckert alles unten in den Sumpf und dann hast du die Mischtemperaturen. Und dann komme ich mit dem Bus mit 130 Grad. Und dann sagen einige... In der Wanne unten drin. Und das ist dann schon gefährlich. Mit 5W30. Oh. Wir sollten dann vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja, war ja eben Ölkühler, war ja ein Thema, ne? Ja, vor allem, wenn man jetzt so die Größen sieht und sich dann überlegt, dass die meisten Autos ja gar keinen Ölkühler haben, sondern nur diesen Wärmetauscher, der vielleicht so groß ist. Aber das ist zum Beispiel Auslegungskriterium dafür auch, dass das Öl, was ich da durchleite, der Druckverlust, dass der einem 19-reihigen normalen Ölkühler ungefähr entspricht oder eben zum Wärmetauscher, der an so einem Motor ist. Daher kommt so ein bisschen die Dimension. Ne? Kann dieser Wärmetauscher, der im Motor dran ist, das gleiche wie so ein 19-reihiger Ölkühler? Die können, ist natürlich auch eine Auslegungssache, was Wassertemperatur und so weiter. Ja, Freund, du hast ja das Problem Luftöl oder du hast Wasseröl. Das heißt, zwischen zwei Medien ist ja, also Wasseröl geht ja wesentlich besser, der Wärmeübergang geht besser. Und deswegen sind ja diese kleinen Wärmetauscher so effektiv. Und das, was wir vorhin gesprochen haben, deine Vorlauftemperatur. Also wo entnimmst du dem Wasserkreislauf die kälteste Temperatur mit einem vernünftigen Volumenstrom? Und dann kannst du natürlich darüber sehr effektiv das Öl kühlen. Ne? Deswegen wird es ja in der Serie heute nur noch so gemacht. Ne? Mit wie viel Grad kommt das Wasser ungefähr aus dem Wasserkühler immer raus? Das habe ich mich schon immer mal gefragt. Wir haben es ja schon ein paar Mal gemessen, aber ich habe es nie mit einem Sensor gemessen, sondern eher nur so mit Pistole oder wie auch immer. Ja, das ist ja variabel, weil das ist ja davon abhängig, wie viel Leistung dein Motor gerade abgibt. Mhm. Und dementsprechend steigt ja das Delta T, dass der Unterschied zwischen Ein- und Ausgangstemperatur ist abhängig von der Motorleistung. Also umso mehr Motorleistung, umso größer ist der Unterschied. Aber wenn ich jetzt oben in den Wasserkühler, ich sage jetzt mal mit 90 Grad reingehe, 95 Grad, kommt das dann unten eher mit 50, 70, 80 Grad raus? Oder wie viel? Nee, das ist zu Anfang sind das nur 15 Grad, aber umso schneller du fährst, wird ja dann die Kühlung durch den, also die Luft, die durch den Kühler geht, und da geht es ja auch darum, es geht um das Druckverhältnis, also der Druck vor Kühler, Druck nach Kühler. Das ist eigentlich die wichtige Größe für den Wirkungsgrad des Kühlers. Deswegen machen wir auf dem Rollenprüfstand hier auch etwas über 200 km/h Luftgeschwindigkeit, weil jeder Kühler eigentlich so ausgelegt ist, dass er dann schon fast auf 100%
läuft. Also noch schneller, höhere Luftgeschwindigkeiten bringen gar nichts mehr, würde nur Strom fressen. Weil sonst könntest du ja im Hängerbetrieb, das ist ja das beste Beispiel, wenn die Serienentwicklung des Valley mit dem Hänger rumfährt, das würde ja gar nicht funktionieren. Also deswegen, die Kühler in Serienfahrzeugen sind immer so ausgelegt, dass du schon bei geringeren Temperaturen fast 100% Kühlleistung hast. Okay, aber grundsätzlich, wenn das Wasser nicht zu warm ist, was in diese kleine Bombe reingeht, kann man schon sagen, erzeugt diese kleine Bombe die fast können. Den gleichen Effekt wie so 19 Grad Ölkühler, ja. 19 Grad Ölkühler. Ja. Krass. Ich gedacht. Wir haben jetzt gerade bei unserem Oma-Golf, habe ich nämlich diese Wasserbombe dran gelassen und habe zusätzlich einen relativ kleinen Ölkühler, weil in der Front da einfach gar kein Platz ist. Also da reden wir wirklich vielleicht von einem 7-Reiher, aber dann noch dieser kurze. Das ist ja wirklich dann so großartig. Das heißt, den kann man im Zweifelsfall sogar fast weglassen, weil er eh nichts mehr macht. Ja, vor allen Dingen macht er Folgendes, dass er dir Druckverlust, also Öldruck, klaut, weil die Leitung, die du dann wieder verlegst, der Druckverlust, den der Kühler hat, fehlt dir ja, weil du ja wahrscheinlich auf der Druckseite durch den Kühler gehst. Ja, klar. Und dann fehlt dir das im Öldruck und im der Hauptlagergasse. Dann haben wir den Ölkühler noch hinter dem Wasserkühler sitzen. So, das heißt, na gut, das macht davon dann sogar noch Sinn, aber dann ist natürlich wenn er dann noch so klein ist, dann ist das natürlich, was die 2 kW, die er dann vielleicht bringt, das ist natürlich auch gar nicht. Nee. Und der Nachteil auf der Ölseite ist, glaube ich, überwiegt. Das ist eher schlecht. Da kann ich ihn jetzt wenigstens mit gutem Gewissen ausbauen, weil mich hat es nämlich jedes Mal genervt beim Frontabnehmen, friemelt es dann mit der Leiter rum und so weiter. Ne? Aber ich wollte schon mal testen, weil ich kenne ganz viele, die wirklich ohne Ölkühler fahren und halt nur einen guten Wärmetauscher haben, das auch funktioniert. Und wenn du deinen Wasserkreislauf gut im Griff hast, dass die Vorlauftemperatur für den Wärmetauscher vom Ölkreislauf auch gut ist, dann funktioniert das ja auch sehr gut. Das, was ich vorhin sagte, nach der Wasserpumpe ein Ausgang direkt auf den Wärmetauscher. Okay. Kommen wir zum nächsten Motor. Das sieht nicht nach Elisa aus. Nee, das ist Porsche. Porsche 911. Und machen wir mittlerweile relativ viel. Und das ist ein Motor, der auch, jetzt sieht man ja gerade die Stehbolzen auch erneuert. Das ist, also sieht man an dem Zündverteiler, das die Teile, die du vorhin angeschaut hast, mit dem einen Finger. Mhm. Hier ist es auch so, dass wir bei dem Motor diese Vergaserumbauten haben. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Das ist dann praktisch alte Zenit-Vergaser. Hier sieht man schon das Drosselklappen-Poti, was da ja eigentlich nicht dran gehört. Die Vergaserlagerung, die Drosselklappenlagerung ist erneuert. Und in dem Vergaser ist im Prinzip nichts mehr drin. Da geht es jetzt gerade aus. Mhm. Und wenn wir gleich hier nebenan sehen, hier sieht man ja schon das Unterteil von dem Luftfilter, ne, diese ovalen Luftfilter, das ist das gleiche. Hier steckt schon die Ansauglufttemperatur und im Deckel oben sitzen dann die elektronischen Einspritzdüsen. Und damit fahren wir dann so ein historisches Fahrzeug, zylinderselektiv einspritzen und zünden. Und wir sind jetzt nicht ganz bei einer Halbierung, aber das ist natürlich vom Wirkungsgrad schon ganz anders. Und dann hat man natürlich diese ganzen Kaltstart-, Heißstart-Schwierigkeiten sind alle eliminiert. Das heißt, eure Berufung ist es auch, einen alten Motor zu nehmen. Was ist das hier? 70er Jahre? Das ist 70er Jahre. 70er Jahre. Den A vom Wirkungsgrad her besser zu machen und dann auch neueste Elektronik aufzubauen und somit einfach ein geiles Konzept hinzustellen. Genau. Was hat so ein Ding serienmäßig in Leistung? Na, das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist ja immer so ein Mischmasch, was dann, das waren mal 2,2, dann ist der Umbausatz draufgekommen mit größeren Kolben, dann waren es 2,3, dann ist eine andere Kurbelwelle. Also das ist ja immer so ein Aufbau. Das sind jetzt noch die alten Magnesiumgehäuse. Das ist jetzt hier ein 2,4 Liter, der jetzt mit größeren Kolben 2,5 Liter hat. Und darauf haben wir halt, das ist ja dieses Individuelle, dann eben auch mit Nockenwellen, die aus der Porsche-Familie, da gibt es ja auch eine Riesenreihe von diese sogenannten S-Modelle. Und da gibt es eben auch ein paar Nockenwellen, die nicht ganz so scharf sind und die für so ein Konzept dann super funktionieren. Und der große Vorteil ist halt, dass so ein Tröpfchen, also Vergaser ist ja, stimmt ja nicht, ein Tröpfchenbildner. Okay. Und wenn man die halt runternimmt, weil das haben wir natürlich mehrfach auf den Prüfständen, kann man das ja gut sehen, so ein Vergaser, wenn der einmal in die Last geht, dann arbeitet der. Und wenn ich aus der Last rausgehe, dann arbeitet der aber erstmal weiter mit dem vielen Sprit. Das kann man sehr, sehr gut sichtbar machen. Da kommt natürlich dieser Kraftstoffverbrauch her. Und das ist dann mit so einem System natürlich eliminiert. Und
ich kann natürlich auch eine ganz andere Zündkurve fahren. Mhm. Und wenn ich dann im Teillastbereich, weil das hattest du ja vorhin auch schon einmal beschrieben, so ein Motor wird ja heute, und so stimmen wir auch ab, 50, 80, 100, 120 km/h. Das sind 95% vom Einsatz. Die Motoren müssen einfach in diesen Betriebspunkten vernünftig laufen. Und um 120 zu fahren mit so einem Fahrzeug mit 1000 Kilo und dem CW-Wert, dafür brauche ich keine 30 PS. Mhm. So, aber der Wirkungsgrad, dass ich dann da mit unter 10 Liter zum Beispiel klarkomme, das kommt genau daher, was ich eben im Vergaser nicht darstellen kann. Das heißt, am Ende hat so ein 2,5 Liter, was haben die denn so an PS? Nicht auf PS genau, sondern nur so ungefähr. Ja, also in der Serie jetzt mit Vergaser. Nee, also wenn ihr den so jetzt fertig macht, den ganzen Motor. Na, dann hat er 170, 180 PS. Aber wie gesagt, das wäre zu beeinflussen, das könnten mehr sein. Das ist aber gar nicht der Wunsch der Kunden, sondern es geht einfach darum, eine gute Fahrbarkeit. Also das heißt, Leerlauf stabil, Kaltstart, Heißstart und einfach eine saubere Fahrbarkeit, weil das sind ja vom Fahrwerk ist so ein 911er ja nun schon gut, wenn das ordentlich gemacht ist. Der Großteil unserer Kunden, da ist niemand dabei, der sagt, oh, ich muss 250 oder 280 fahren, sondern es geht einfach um die Alltagstauglichkeit dass er eben in allen Lebenslagen auf jeden Gasbefehl auch sofort reagiert. Das heißt, Zündverteiler komplett raus, da nur ein Abnehmer dran, dass er weiß, wann Zylinder 1 dran ist und dann wirklich Einzelstabspulen richtig drauf. Ja. Richtig Hightech. Und das ist auch so original hier mit der Lichtmaschine? Das ist so original. Die Lichtmaschine in dem Lüfter. Echt bei den alten Dingern so wenig aus, dass sie tatsächlich die Lichtmaschine in diesem Gebläseding drin haben. Aber das mit dem kann ich dir zeigen. Das ist ja einmal hier. So sieht. Ah, und das Dreieck, das kommt mir bekannt vor. Das habe ich neulich schon mal gesehen. Genau, das ist der Formel 1, der DFV. Ne? Da stehen die Euronen. Das ist geheim. Das ist jetzt der Deckel im Prinzip von so einem Umbau. Und hier sind dann die elektronischen Einspritzdüsen, die dann eben über jedem Luftrichter sitzen. Und von außen, Deckel hinten auf, sieht aus wie immer. Wie immer, ne? Geil. Ja, ich kann mir ja schon gut vorstellen, dass man auf einmal einen alten Porsche hat, der halt einfach läuft wie ein schöner, moderner, neuer Motor. Ne? Ja, und hier sieht man zum Beispiel die Abgaskrümmer. Das ist halt für uns so der Standard, dass wir alle Zylinder mit Abgastemperatur versehen. Rechts und links Lambda-Sonnenaufnahme. Und das sind jetzt zum Beispiel die Krümmer auch zu diesem Projekt. Deswegen sind dann hier schon zwei Lambda-Sonnen, weil wir fahren die Motorsteuerung, die wir umrüsten, Dual-Lambda. Also wir regeln also beide Seiten den Lambda-Wert. Und der Vorteil ist ja in der Motec-Motorsteuerung, dass ich ein gesamtes Kennfeld habe. Das heißt, ich kann im Teillastbereich unter Volllast den Lambda-Wert, den ich dort zu dem Zeitpunkt haben möchte, über ein komplettes Kennfeld fahren. Mhm. Und das ist dann praktisch der Aufbau Abgasanlage, um das eben einmal die Sonden für die Motec-Steuerung zu haben und einmal referenzieren wir dann mit unseren Labor-Lambda-Messgeräten auf dem Prüfstand. Deswegen immer doppelt. Das heißt, das sind alles Porsche, die Motec-Steuerräte durch die Gegend fahren? Ja. Also unsere Umbauten, ja. Wohl. Wie ist das da mit TÜV und sowas bei uns? Eintragungsfähig mit H-Kennzeichen. Unter H-Kennzeichen. Ach, ich weiß. Ja, das ist ein ganz wichtiger. Naja, das ist doch heute die Abwägung Originalität oder Umwelt. Mhm. Und wenn ich den Kraftstoffverbrauch fast halbiere und diese Alltagstauglichkeit habe und es optisch nicht sehe von außen, ne? Also das ganze System sieht genauso aus. Und das ist halt der große Vorteil, dass da die Unternehmen, die da eben den Stempel geben, dass das eben auch, und ich bin da natürlich auch ganz massiv dabei, das auch wirklich öffentlich zu machen, damit das eben alle Prüfer auch im Prinzip wissen, weil das sollte ja auch mehr wiegen. Ne? Macht ja auch Sinn, weil jeder kennt das, wenn du ein Auto hast, was vom Vergaser her schlecht läuft, das sind ja die typischen Autos, morgens beim Anmachen erstmal 5 Sekunden lang die ganze Zeit Gas geben, jedes Mal an der Ampel hältst du dann schon 1500 Drehungen und so weiter. Das macht ja allein schon mehr Krach und so weiter, weil es halt einfach nicht läuft, wie es damals von Porsche ausgeliefert wurde, sondern jetzt halt 30, 40, 50 Jahre alt ist. Genau. Und wenn sowas dann natürlich Schlüssel umdrehen, bumm, fertig. Ja. Cool. Und das ist das mit den... Würde ich auf jeden Fall gerne mal fahren, irgendwann mal so ein Ding, wenn ich darf. Würde mich mal einfach interessieren. Ja, klar, gerne. Wie der so, und das ist dann der neue Ventildeckel für die Original Porsche, auch Stabzündspulen und dann eben auch gleich so ein bisschen verstärkt, weil die originalen Deckel ja auch zum Verziehen neigen. Mhm. Und dann haben wir das eben gleich einmal so aus dem Vollen. Krass. Hin. Gibt es auch mal Billeteile für den alten Elber? Ja, die sind dann auch noch schwarz.
dann fällt das nicht so auf. Hätte ich niemals gedacht, dass das ein Markt ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich ganz viele gibt, die auch einfach ihr Auto gar nicht mehr so richtig nutzen, weil sie halt eben Angst haben, stehen vorm Eiscafé, springt nicht an, stehen an der Ampel, geht aus und so weiter. Ne? Ja, und genau wenn so ein Ding auf einmal fährt, gerade wenn man auch mal mit solchen Autos irgendwie irgendwelche längeren Rallyes fahren will und da doch mal Kilometer mitmacht. Ja, genau das ist das. Cool. So, also wir zeigen das mal einmal kurz, die besagten Düsen, die gehen dann direkt hier oben und spritzen da wirklich geradeaus rein. Also hier kommt noch ein Filter drum wahrscheinlich, ne? Und genau, das ist der ovale Filter, der auch auf dem Vergasern oben drauf sitzt, das ist das gleiche Teil. Die drei Düsen da direkt rein. Genau. So, und dann können wir ja noch mal hier lang gehen, das ist ja auch noch mal Porsche, aber... Also erstmal in Summe, um das einmal kurz anzusprechen, das ist eigentlich das Objekt der Begierde, worum es ja eigentlich geht. Motorenprüfstand. Genau. Das ist jetzt... Schön ruhig, dass hier drin ist. Das ist jetzt unsere große Bremse. Die ist angegeben mit 870 kW, die kann aber 1000 kW festhalten und hat die Besonderheit, dass sie 9000 Umdrehungen auch kann. Mhm. Ab 1000 Umdrehungen 2000 Newtonmeter, also gibt es dann so im Normalfall nicht so ganz viele Motoren, außer dann vielleicht, wo wir dann an die Grenze kommen. Aber wobei man 1000 kW auch erstmal schaffen muss auf so einem Prüfstand, glaube ich. Ja. Du sagst gerade Übersetzung, das heißt, das ist immer 1 zu 1 übersetzt. Das ist 1 zu 1. Wenn wir jetzt hier irgendeinen Motor machen wollen, würden der 10.000, 20.000 Umdrehungen macht? Dann würden wir eine Box weitergehen, da können wir dann bis 15.000. Das gibt es aber so zu kaufen oder ist das auch alles zusammengestellt von dir? Die Bremse so an sich, die gibt es so zu kaufen. Der Dremo-Messflansch, der davor sitzt, das ist schon wieder andere Firma und jedes Teil, was du hier siehst, ist angefertigt oder das musst du halt selber zusammenstellen. Es gibt nichts so komplett als Einheit zu kaufen. Das ist alles einmal aus dem Vollen. Ja, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil es dann ja schon so viele Teile sind. Na, ich habe das halt auch so jetzt mit den Säulen, dass zum Beispiel die Messtechnik komplett über die Decke, über gesonderte Leerrohre, habe ich im ganzen Gebäude so gemacht, dass die Messtechnik von der normalen Haustechnik, also von der Elektrik her, komplett getrennt ist, weil in der Industrie, das kenne ich halt, da haben viele Probleme mit und da haben wir zum Glück keine Probleme mit, einfach dadurch, dass es räumlich getrennt ist. Deswegen der Schaltschrank, den wir hier an der Seite sehen, da sind die Frequenzumrichter drin für das ganze Lüftungssystem und der Schaltschrank, der hinten in der Steuerwarte ist, werden wir gleich noch sehen, wo das Automatisierungssystem drin ist, wo wir vorhin schon kurz drüber gesprochen haben, wo wir die ganze Messdatenerfassung haben und eben das Automatisierungssystem, also wo wir den Prüfstand praktisch automatisiert steuern können. Also wir können ein 24-Stunden-Rennen simulieren, aber das Wichtige für uns im Alltag ist, dass wir Leistungsmessung automatisiert ablaufen lassen. Und wenn ich dann 2 Grad den Zündzeitpunkt verstelle und die gleiche Messung wieder ablaufen lasse, dann sehe ich ganz detailliert, an welcher Stelle ist was passiert. Und darum geht es ja, diese Reproduzierbarkeit, dass ich kleinste Änderungen sicher aufspüren kann. Ne? Dass jede Messung also eigentlich immer gleich ist. Ja. Aber man könnte auch tatsächlich da reinschreiben, keine Ahnung, 3 Sekunden, 4. Gang Vollgas, dann abbremsen, dann... Ja. Erinnert mich an dieses Video, das muss man unbedingt einblenden, wie der Opa mit seinen Schuhen da vor diesem Motorenprüfstand sitzt und dieses Formel-1-Auto da einmal den Motor durchkriegt. Aber der auch noch schaltet, glaube ich. Ne? Ja, schaltet auch noch. Genau. Schaltet auch noch. Ja. Das würde hier jetzt nicht gehen, weil kein Getriebe zwischen. Genau, aber diesen Schaltvorgang, den können wir simulieren in der Software, indem du ja einfach mit der Bremse die Drehzahl kurz runter bremst. Das geht genauso. Aber das Ding kann echt so schnell, ich sag jetzt mal von 9000 auf 4000 runterbrennen? Ja, das ist ja kein Schaltvorgang. Ne? Also wenn du dich verschaltet hast. Aber, aber der Schaltvorgang wären ja 1000, 1200 Umdrehungen und das schafft die dann auch in wenigen Zehntel. Also da bist du schon ganz dicht dran. So kannst du ja dann, wenn du diese Quickshift-Funktion hast, dass du ohne die Drosselklappen zuzumachen den nächsten Gang einlegst, dann bleiben die Klappen auf und du machst ja nur eine Zündunterbrechung, damit du den Gangwechsel machen kannst. Und dann hast du ja meistens 1,5 bis 2 Millisekunden, manchmal noch weniger, für den Schaltvorgang. Ne? Aber hier oben könnt ihr alles, was am besten Zehntelsekunden, Entschuldigung.
Einfach bitte? Direkt anstecken. Ja, genau. Deswegen haben wir das extra so gemacht. Die Druckaufnehmer sitzen oben drüber und dann mit Schnellkupplung und die Temperaturen genau das gleiche. Und so haben wir dann schon mal die ganzen Kanäle für die Messdatenerfassung. Und so haben wir natürlich am Prüfstand die Möglichkeit, wenn jetzt irgendwo eine Temperatur oder ein Druck nochmal zusätzlich gemessen werden soll, dass wir das sofort machen können. Kann theoretisch jeder seinen Motor zu euch herbringen und sich hier auf den Prüfstand einmieten? Das geht? Ja. Aber der kann das Ding doch nicht selber bedienen, ne? Nein, das würden wir natürlich machen, aber also Firmen, mit denen wir häufiger zusammengearbeitet haben, da ist es dann auch so, dass die dann eben ihre eigenen Ingenieure haben und die kriegen dann von uns eine Einweisung und dann können wir auch unsere Prüfstände auch aus unserem Netzwerk herausnehmen. Also es ist so theoretisch oder auch praktisch möglich, dass sich eine Firma hier einmietet und den Prüfstand unter Geheimhaltung selber ihre Messungen machen. Genau. Das heißt, was muss ich alles mitbringen, wenn ich den Motor bei euch so in Betrieb nehmen will? Also klar, den ganzen Motor, also das ist schon mal klar. Diese Glocke hier? Die fertigen wir an. Das ist ja das ist eine Billet-Glocke. Das ist ja das Thema. Also dass immer diese Glocke zu der dunklen Stahlplatte hier, das ist ja unsere Adaption. Und die fertigen wir an. So, und das ist ja, geht auch komplett zu unseren Lasten. Das heißt, der Kunde hat bei uns nur eine Auf- und Abbaupauschale, aber keine Kosten für den Prüfaufbau. Den übernehmen wir und damit ist es natürlich auch meiner und wir machen natürlich auch unsere Akquise auf die Prüfgestelle, die wir schon haben. Das heißt, ihr kümmert euch komplett um Konstruktion, Fräsen und so weiter und alles? Alles. Und V6 kommt nur noch an Schrauben fertig? Ja. Wie lange braucht ihr, um so einen Motor aufzubauen? Also wenn wir den ersten Prüfaufbau machen, dann brauchen wir ein paar Tage. Wenn es einen Prüfaufbau gibt, brauchen wir wenige Stunden, dass der Motor installiert ist. Ist das Ganze einigermaßen für jetzt, ich sag mal, nicht den Großkunden auch bezahlbar? Weil das klingt teuer. Wir haben die Auf- und Abbaupauschale, sind knappe 1400 Euro. Mhm. Und dann wird der Motor angeliefert. Und egal, ob es jetzt den Prüfaufbau schon gibt oder nicht, dann ist ja nur die Zeitspanne eine andere, aber die Kosten sind gleich. Aber also für das erste Mal sind in der 1400 tatsächlich diese gefräste Glocke ist alles und so weiter mit dabei. Ja, das ist halt so der langfristige Gedanke und es ist halt unser Aufbau, weil wenn ich jetzt den Kunden, und das ist ja, das würden wir alle nicht wollen, wenn ich den Kunden an den Kosten beteilige für den Prüfaufbau, dann sagt er natürlich, oh, ist ja auch mein Aufbau, den nehme ich mit. Und diese Diskussion habe ich halt nicht und halte ich auch nicht für sinnvoll. Deswegen machen wir das so, dass wir eine Auf- und Abbaupauschale haben. Aber geil, wie man hier einfach alles anschließen kann. Lambda-Sonden. Das heißt, so die ganzen Sensoren, bringe ich dann auch meine Sensoren mit? Nein, oder? Machen alles unsere. Also wenn jetzt jemand Sensoren hat und möchte die, also Nickel-Chrom-Nickel, ne, die grünen Kabelchen, geht natürlich auch, die können wir ja auch einsetzen. Aber bei den Drucksensoren ist es oft schon so, also wie sind die verkabelt? Und deswegen haben wir das gleich so gemacht, dass wir ja praktisch die Drucksensoren oben drüber haben und nur mit der Leitung hingehen. Ja. Ne? So wie wir jetzt hier den Öldruck messen, dann gehen wir einfach auf die Druckdose. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel im Krümmer irgendwie ein Lambda-Gewinde fehlt und so, macht ihr das Gewinde? Das machen wir rein, ja klar. Das ist ja immer das, was im Vorfeld besprochen wird, was eben dazukommt, welche Temperatur wir stellen, welche Drücke, also wie ist die Aufgabe und welche Probleme gab es im Vorfeld. Das ist ja meistens das Thema, das ist das mit der Beratung im Vorfeld. Ne? Mhm. Und wie kriegt man dann diese Probleme in den Griff und welche Messtechnik brauchen wir dafür? Mhm. Okay, ja, da gehen wir im Detail auf jeden Fall aber dann nochmal drauf ein, wenn es soweit ist. Das ist ganz normal nur die Kühlung oder das Abgase? Das ist jetzt Abgas. Und das ist Abgas, okay. Ich habe die Prüfstände halt im Vorfeld so konstruiert, dass wir auf jedem Prüfstand jeden Motortyp aufbauen können. Deswegen sieht man ja jetzt im hinteren Bereich, dass die Abgasabsaugung jetzt an das Bodenrohr geht. Mhm. Und dann können wir für Porsche, weil da geht ja die Abgasanlage entgegengesetzt in diese Richtung. Und deswegen saugen wir jetzt hier die Frischluft, die wir hier in den Raum hineinleiten, hier hinten direkt auch übers Abgas ab. Und somit haben wir, egal welcher Motortyp, innerhalb von Minuten die Räume umgebaut, ob die Abgasanlage jetzt Porsche in diese Richtung oder eben alles andere normalerweise in diese Richtung. Ja. Und Wärmetauscher, genau, hatten wir da schon. Das Kühlwasser, was eigentlich aus dem Motor kommt. Na, in dem Fall haben wir das ja nicht. Genau. Hier ist jetzt im Prinzip ja, der ist ja rein luftgekühlt. Und von daher haben wir jetzt, was die Wasserversorgung angeht, haben wir hier keine Probleme. Aber wir gehen einfach einen weiter, dann können wir auch Wasser angucken. Können wir den theoretisch laufen lassen? Nee, den nicht. Den nächsten können wir laufen lassen. Ich weiß, letztes Mal schon mal hier war, habe ich mich geweigert, so mal einen Motor hier laufen zu lassen, weil ich glaube, das ist schon. Weil alleine, wenn ihr dieses Teil schon seht. Quasi der gefräste Joystick für den Prüfstand hier.
Hier kann man dann Gas geben? Also Gas ja. geben im Sinne von, hier kann ich Gas geben im Sinne von die Drehzahl von dem Prüfstandsmotor zu wenden? Oder wie läuft das denn? Ja, da beides. Du hast einmal auf der linken Seite ist die Drosselklappenstellung, also wie viel Last du gibst. Mhm. Und auf der rechten Seite ist die Vorwahl, welche Drehzahl soll die Bremse festhalten. Und das sind ja im Prinzip die beiden Größen, die du brauchst, und damit kannst du das gesamte Kennfeld durchfahren. Das heißt, eigentlich kann ich rechts die Geschwindigkeit machen und links Gas geben. So. Und wie kommuniziert jetzt aber dieses Teil mit meinem Steuergerät von dem Motor? Gar nicht. Sondern dieses Teil betätigt, wenn wir jetzt hier drin einmal gucken, diesen elektrischen Stellmotor. In dem Fall ist es ja so, dass dieser Motor ja richtig eine mechanische Betätigung hat. Das heißt, der elektrische Linealantrieb zieht nach hinten, so wie du da vorne am Poti den Wunsch äußerst. Und der Bautenzug zieht hier richtig an dem Gasgestänge. Ganz klassisch. Das muss ja auch noch alles adaptiert werden, wenn ihr den das erste Mal aufbaut, ne? Ja, klar. Deswegen ist das ja... Und das ist alles in diesem 14.0 mit drin, mit Glocke fräsen oder nein? Ja. Cool. Stammgast. Ich lasse einfach aufgebaut, da muss ich ja nicht wieder abbauen. aber wenn ich jetzt einen E-Gas habe? Dann kommt von hier gleiche Betätigung, aber dann sitzt ein kleiner E-Gas-Sensor irgendwo und der wird mit einem Bautenzug betätigt, als wenn du da mit dem Fuß drauf trittst. Aber den Sensor, den du im Auto hast. Okay, krass. Weil das ist oft... Das heißt, das Pedal muss ich theoretisch dann schon mitbringen. Ja, auf jeden Fall. Weil theoretisch könnten wir dieses elektrische Signal, sagen wir 0 bis 5 Volt, aber das hat immer schon so kleine Fehlerquellen. Und deswegen würde ich immer mit dem Originalpedal aus dem Fahrzeug dann eben auch die Drive-by-Wire. So habe ich es verstanden. Also wir können einmal hier auf der linken Seite Gas geben und auf der rechten Seite eigentlich die Geschwindigkeit. Ja. Das heißt, man könnte jetzt auch hier, darf ich da gerade rumdrehen? Ja, ne? Ja. Ist alles außer. Also wenn angenommen, ich würde das hier so ein bisschen Teillast einstellen, könnte ich das Ding jetzt dann hier rüber halt, keine Ahnung, einen Gang durchfahren von 20 bis 60 km/h. Na, du fährst die Drehzahl dann durch, je nachdem, wie dann deine Übersetzung wäre, genau. Aber wie gesagt, das ist die Drehzahl, die die Bremse dann festhält. Mhm. Und die beiden? Das gleiche, nur Dreigang-Potis. Ja. Aber das können wir gleich nebenan einmal angucken in Aktion, was da geht. Das hier LKW? Cadillac 370B, Baujahr 32. So ein Motor? Was ist das für ein Cadillac, Alter? Mit großem, geschwungenen... das ist schon ein richtiges, großes Auto, ja. Der wiegt ja die Kurve wahrscheinlich schon 50 Kilo oder so, also, wie er liegt. Nee, aber ist schon, die haben wir ja anfertigen lassen, die habe ich ja neu gemacht. Bei dem Motor ist es so, diese Vorkriegsmotoren waren ja damals alle gleich, Aluminiumblock. Ah, das ist schon Alu? Krass. Ja, das ist Alu. Oh, doch, tatsächlich. Und aber dann Stahlkopf? Alles andere ist Stahlguss. Ne, die Liner und auch der Kopf oben drauf. Und hier machen wir die ganzen Innereien im Prinzip einmal neu. Das ist schon ein sehr aufwendiges Projekt. Unter anderem dann eben auch mit Kurbelwelle, aber auch ganze Ventiltrieb alles. Dass so ein Motor dann einfach auch diese 13.000 Kilometer, das ist dann so eine Veranstaltung Peking-Paris, und dass so ein Motor dass diese Distanz auch einfach erduldet. Die fahren echt von Peking nach Paris damit? Mhm. Das ist ein Hobby, das es auf der Welt gibt. Ne? wie viel Hubraum hat es denn hier? 6,5. Echt? Okay, krass. Und 100, 120 PS ist das. Weil gar nicht so viel Hub hat wahrscheinlich, ne? Weil Hub relativ wenig ist. Weil das sieht aus nach 15 Liter oder so. Und da kommen 120 PS raus. Ja. Soll auch nicht mehr sein, weil ein 12-Zylinder, aber nur 4 Hauptlager. Mhm. Das ist wieder genau dieser Kompromiss. Du hast einfach das Problem, die mechanische Festigkeit ist nicht da. Ja. Theoretisch könnten wir jetzt mehr Leistung machen, dann würde das Ganze aber nicht mehr über die Distanz halten. So ein Motor, ne? Eigentlich 120 PS kommen heute eigentlich aus dem Motor raus. Aber 1932, ne? Jawohl! Ach ja. Ah, so sieht das Ganze dann nämlich aus, wenn es komplett ist. Genau, wenn du jetzt mal anfasst, der ist noch nicht gelaufen. Das auch von euch oder bringe ich mein eigenes Kraftstoffsystem mit? Das von uns. Aber du kannst, am besten ist ja das aus dem Auto. Mhm. Also in dem Fall bei dir wäre ja dein eigenes System. Den Kopf anfassen. Ah, ich verstehe es jetzt gerade erst. Krass. Kopf warm, Krümmer kalt. So wie man sich das eigentlich wünscht beim Kaltstart. Weil es nicht geht. Okay, das heißt, der wurde jetzt von euch hier schon komplett einmal durchgeheizt. Ja. Macht man das übers Wasser oder übers Öl? Oder übers beides? Wasser.
übers Wasser? Ja, im Prinzip beides, aber weil der Ölkreislauf vom Motor noch nicht arbeitet. Aber unten im Wärmetauscher hast du natürlich auch, dass die normalerweise Kühlleitung ja jetzt heizen. Mhm. Da ist auch eine Heizung mit drin. Und so wie der Motor anspringt, ist sofort die Öltemperatur mit da. Geil. Das heißt, was hat er jetzt? 90 Grad, 80 Grad, 60 Grad? 80 Grad. Wir können hier einmal gucken. Und zwar unsere Umwälzpumpe, die jetzt den Motor praktisch mit Wasser versorgt, schiebt im Moment 113 Liter die Minute. Das sieht man hier oben auch schön. Da werden wir nachher gucken, wenn der Motor läuft. Das ist jetzt unsere eigene Pumpe im Prüfstand, mhm, die jetzt den Wasserkreislauf im Prinzip aufrechterhält und das Wasser durch den Motor pumpt und durch ein Heizelement. Und damit haben wir eben den Motor vorgeheizt. Das heißt, der ist theoretisch jetzt bereit für Anreisen? Genau. Okay. Ja, also mir brennt auf jeden Fall schon der Kopf. Wie ich befürchtet habe, ist das so höchstgradig interessant hier, dass das mehrere Teile werden. Ich denke mal, euch brennt auch schon der Kopf. Deswegen machen wir hier jetzt erstmal Schnitt für Teil 1. Ihr könnt euch alle darauf freuen, dass im nächsten Teil gleich dieser V8 hier läuft. Der wird ordentlich Krach machen, denke ich mal, hier, wenn ich schon so den Luftfilter und so weiter sehe. Aber wir müssen wahrscheinlich da in dem Raum bleiben, ne, während er läuft. Ne? Na, du, mach doch mal an, Lennart. Nee, machen wir den Anbau, der nächste Teil. Nee, nicht. Ich würde sagen, erstmal danke fürs Zuschauen. Mega interessant. Ich hoffe, ihr habt es genauso gefeiert wie ich. Ich sag immer, wenn ich selber schon bei so einem Videodreh noch wirklich jede Menge lerne, dann gab es wirklich jede Menge geile Technik. Deswegen vielen, vielen Dank, Olaf. Sehr gerne. Mega geil, was hier gemacht wird, und ihr dürft euch auf einen noch geileren zweiten Teil freuen. Weil, wie viel haben wir ungefähr gesehen? Ich würde mal sagen, die Hälfte so, ne? Ja. Aber es wird auf jeden Fall noch krasser. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.